Hallihallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johnny Fettfinger und das ist In Sound Mind. Ich spiele dort weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ist doch Ehrensache. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich machen wollte. Das nächste Tonband finden und die Schrotflinte suchen. Dann suche ich mal. Hier war ich ja schon. Nichts Neues. Genau, wie kommt man denn dorthin? Das ist ja auch so eine Sache. Durch den Schacht. Eine Münze. Eine Homamat-Münze. Hat sich ja gelohnt, hier zu flitzen. Aha, hier ist doch wieder das schwarze Glibberzeug. Da kann ich doch mit der Leuchtpistole drauf feuern. Oder? Ja klar. Wieder so eine leuchtende Tür. Ich schreite hindurch. Max Haus. Okay. Maya Pharmaceutica. Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Am 15.03.1997 um 17 Uhr endet Ihr Arbeitsverhältnis hinsichtlich Projektnummer 1138 aus folgendem Grund. Personalabbau im Rahmen des Projekts. Und dann die Daten vom Max. Okay. Okay. Der gute Shinitsu TV. Shinitsu. Dean N. Heshborn, Rechtsanwälte. Am Arbeitsplatz verletzt worden, Unfall, unrechtmäßige Kündigung. Ihnen könnten Geldleistungen zustehen. Rufen Sie an für eine kostenlose Beratung. Rund um die Uhr. Wie passend. War da was? Ja klar, da liegt was drunter. Aber ich habe alles voll. Okay, dann lade ich meine HP wieder ordentlich auf. Auf 95% bin ich schon. Das ist cool. Was ist das? Pizzakartons und Bierflaschen? Oh, der Max, der hat wohl gerne Party gemacht. Sieht ganz schön abgeranzt hier aus. Hat bestimmt ein Kind gemalt. Max hat vielleicht Frau und Kind. Oh ja, da. Kinderzimmer bestimmt. Looks like it's out of juice. Hier liegt Munition, habe ich aber. Oh, viel Munition liegt hier. Max, Alice hat mir erzählt, du hättest mitten in der Nacht ein Loch in deine Garagenwand geschlagen. Ist das wahr? Sie sagte, Madisons Zimmer sei auf der anderen Seite dieser Wand. Hör zu, es ist deine Familie und deine Angelegenheit. Ich behalte meine Gedanken für mich, aber wenn du Hilfe bei der Reparatur der Wand brauchst, sag Bescheid. Vielleicht können wir dabei ein bisschen reden. Entweder bist du stärker, als du aussiehst, oder deine Wände taugen nichts. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Dein Freund Andy. Richtig cool. Gefällt mir. Wurde repariert. Da liegt noch der Spachtel.
Okay. Ist der mit dem Auto durch, mit dem Pickup durch die Wand oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, hier kann ich wieder gleich mit der Leuchtpistole feuern, vermute ich. Maddys Zimmer ist verschlossen. Okay. Feuer frei. Gibt es hier noch Munition für die Leuchtpistole irgendwo? Nein. Nein, nein, nein. So, jetzt kann ich lesen. Taschenlampe ist aus. Kammergericht des Staates Washington in Vertretung für und im Namen von Virgil County. In der vorliegenden Streitsache wird durch den unterzeichnenden Richterbeauftragten des oben genannten Gerichts hiermit wie folgt entschieden. Das alleinige Sorgerecht über die minderjährige Madison Nygaard bleibt bei der Beklagten Alice Nygaard. Dem Kläger Max Nygaard wird das Besuchsrecht aufgrund wiederholter Vorfälle von Hausfriedensbruch verweigert. Ferner bleibt das Kontaktverbot zugunsten der Beklagten gegen den Kläger für die volle Dauer der festgelegten Frist in Kraft. Das Gericht kann seine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt neu überdenken, sofern der Kläger sich einer psychiatrischen Behandlung unterzieht und ihm eine positive Beurteilung durch einen Facharzt für Psychiatrie ausgestellt wird und er zudem ein dauerhaftes, festes Arbeitsverhältnis nachweisen kann. Das Urteil erfolgte in öffentlicher Sitzung am 19. Januar 1997. Oh, ganz schön was los hier in dem Spiel. Die haben sich echt was einfallen lassen. Das ist das nächste Tonband. Ja! Hör dir Max Tonband an, mache ich nachher. Dinge, die mich wütend machen, falsche Anschuldigungen, Therapie, Schlaglöcher und Menschen. Okay. Da war noch wieder Scherben. Vielleicht kann ich hier den Spiegel benutzen. Ran. Schön gruselig. Ist das eine Spur von einem Autoreifen? Sieht so aus. Das wird noch was auf sich haben mit dem Auto, mit dem Pickup. Aber ich weiß im Moment nicht, wie wir das bewerkstelligen sollen. Looks like it's out of juice. Auch wieder Scherben, das heißt Spiegel raus. Aber hier ist nichts. Oh doch. Oh, lieber nicht. Bitte nicht. Da liegt was. Munition. Die Schrotflinte muss ich noch finden. Das Tonband anhören. Ich würde sagen, ich suche erstmal die Schrotflinte.
und dann im nächsten Video werde ich das Tonband dann abspielen. It's blocked from the other side. Aha. Aha. Oh, hier liegen auch noch mal Scherben. Und hier ist dieser schwarze Schleim, da kann ich ja drauf schießen. Okay. Da sind auch schon Hinweise, hier hinschießen. Dann mache ich das doch. Scheint geklappt zu haben. Ja, da ist die Schrotflinte hinter. Jawohl! Ich habe sie gefunden. Ja, das hat aber auch gedauert. Aber wie komme ich da ran? Was ist das da oben? Okay. Nehme ich die Pistole, versucht darauf zu schießen. Hey! Hol die Pistole, hol mal eine Schrotflinte. Wieder raus. Raus damit. Wo ist denn die jetzt hingefallen? Irgendwo nach unten. Im Keller wahrscheinlich. Da muss ich erstmal jetzt in den Keller. Etwas rostig, aber ideal, um die Menge in Schach zu halten. Now we're talking. Super, mega cool. Ich habe schon die Gasmaske, habe ich ja geholt. Mann, da habe ich ja eine richtig gute Ausrüstung hier schon zusammen. Dann würde ich sagen, wieder hoch. In die zweite Etage. Dann werde ich einen Cut machen. Falls gespeichert wird. Wenn gespeichert wird, mache ich einen Cut und dann nächste Mal das Tonband anhören. Und dann wird man ja auf Mission von Max gehen. Genau. Da bin ich auch schon gespannt. Ich bin jetzt echt zufrieden, dass ich die Schrotflinte habe. Super gut, da wird gespeichert und dann sehen wir uns ja, demnächst hier wieder. Dann werde ich mir das Tonband anhören und schauen, was da bei Max genau passiert ist. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ihr könnt gerne kostenlos abonnieren, das kostet überhaupt nichts. Ihr könnt auch gerne mega fettigen Daumen nach oben da lassen und auch gerne kommentieren. Ich küsse eure Augen und ich kämme eure Haare. Euer Johnny Fettfinger. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.